herzlich willkommen zu unserer nächsten Bienenkontrollfahrt. Wieder genau eine Woche später, wieder genau der gleiche Rapsacker. Ihr seht es im Hintergrund, es ist deutlich gelber geworden. Ja, also ich denke, man kann es auf der Kamera ja sehen, man hat schon eine gewisse Anzahl an offenen Blüten. Er ist auch größer geworden und das durch das, dass wir aus frostigen Nächten kommen. Also wir haben ja tagsüber immer so um die zwischen 5 und 7 Grad und Nachtfrost, also 1, 2, 3 Grad Kälte. Und das verlangsamt die Sache natürlich ein bisschen, aber es stoppt sie nicht. Man sieht es wirklich schön. Ja, ich zeige euch das mal von der Nähe, falls man es auf der Kamera jetzt doch nicht so genau sieht. Ja, also wir haben ja hier schon wirklich jetzt die Knospen. Wir haben zum Teil schon offene Blüten. Wenn man jetzt hier auch mal einen Schritt weiter geht, ja. Was wir uns alle immer noch ein bisschen wünschen würden, wäre vielleicht ein bisschen Regen. Klar, es gab jetzt mal wieder so Schneeschauer und mal hier ein bisschen Schauer. Aber so der wirkliche Regen, der fehlt bisher leider immer noch. Ja, wenn wir gerade wieder hier sind, lasst uns einfach die Stationen vom letzten Mal ablaufen und ein bisschen auch über die Bienen reden. So, jetzt sind wir hier, wie gesagt, wieder bei besagter Birne, die, ja, ich denke, man kann das so sagen, jetzt langsam in die Vollblüte geht. Ja, ist auf der Kamera wahrscheinlich sehr schwer zu sehen. Aber was uns vor allem auch auffällt, wie gesagt, wir sind jetzt hier ein bisschen im Schatten, aber wir haben die ersten Äpfelbäume, die rosa Blütenblätter schon rausschieben, also der jetzt nicht. Aber wie gesagt, von den frühen Sorten, da hat man jetzt schon einiges gesehen, die eben die rosa Blütenblätter rausschieben. Ja, das Problem ist halt nach wie vor für uns oder für alle, die imkern, es ist schlichtweg zu kalt. Ja. Lass die Bienen, wenn es hochkommt, mal und die Sonne hat ja eine gewisse Kraft, lass die mal eine Stunde am Tag fliegen. Da gehen die auf Toilette, da holen die auch den einen oder anderen Pollen, aber es sind keine Gewichtszunahmen. Und genau das ist auch ein bisschen jetzt die Gefahr, was momentan einfach passiert. Boah. Total außer Atem von so ein bisschen Berg hier. Naja, das ist eben so ein bisschen die Gefahr, was passiert. Nämlich, dass die Bienenvölker unheimlich viel Brut haben. Ja, also wir schauen uns das nachher oder schauen nachher mal kurz noch an der nächsten Station vorbei, wieder wie gehabt. Unheimlich viel Brut haben und unheimlich viel Energie zum Heizen brauchen. Von außen kommt fast nichts. Also meine Bienenvölker auf der Waage haben jetzt die letzte Woche alle so knapp ein Kilo, 1,5 Kilo abgenommen. Und das ist unheimlich die Gefahr, dass die Bienenvölker auch jetzt noch verhungern oder zumindest Hungerschaden leiden. Also es reicht ja schon, wenn das Futter knapp wird, dass die Aufwärtsentwicklung gebremst wird. Dass eben Brut vernachlässigt wird, dass man sich zusammenzieht, dass nicht so viele Eier gelegt werden. All das passiert ja schon bei Futtermangel. Ne? Da sind wir noch nicht beim Verhungern. Und um das zu verhindern, ne, muss die Futterreserve da sein, muss der Imker auch dafür sorgen, dass Futter da ist. Also da gilt es nach wie vor, absolut wachsam zu sein. Und wie gesagt, in der Woche 1 bis 1,5 Kilo jetzt bei mir. Ich meine, das sind schöne Völker auch, aber das halt mit so einem Schwippschwapp oben rein zu tun, ist es da halt für 2 Wochen nicht getan. Ja, das sind in der Woche 2-3 Kilo, wo ich da brauche, also wenn ich jetzt nachfüttern müsste, also das ist ja schon eine gewisse Menge, wo ich da auch geben muss. An Zucker, ja, an Zucker oder an Honig oder was auch immer, nicht in Liter in Zuckerwasser. Ja. Das einfach muss man einfach deutlich im Hinterkopf behalten jetzt. Und da habe ich halt jetzt auch von ein paar einfach schon gehört oder Nachrichten bekommen, wo eben genau das passiert ist.
Also da unheimlich wachsam sein mit diesem Futter noch. Und das ist auch für mich der Punkt. Aber da kommen wir, ja, da kommen wir nach. Nein, ich erzähle es jetzt. Da kommen wir nachher eigentlich bei den Bienen. Warum ich bei manchen Völkern noch keinen Honigraum gegeben habe. Klar, auch trotz dem kalten Wetter wachsen die Bienenvölker. Ja, die Brut schlüpft ja, die vor 3 Wochen angelegt wurde. Sie wachsen, es wird eng. Von außen kommt kein Futter. Die brauchen Platz. Ja, und das ist jetzt halt diese absolute Abwägung. Dieses Jahr ist da schwierig. Ne, da kann man, also zumindest bei uns schwierig, da kann man vielleicht auch ein bisschen würfeln, braucht man ein bisschen Erfahrung. Also ich habe mich jetzt für folgende Vorgehensweise entschieden oder habe das jetzt so gemacht. Völker, wo ich weiß, die haben noch Futter für 2-3 Wochen, denen habe ich den Honigraum gegeben. Ne, weil wir werden jetzt, sobald es warme Tage gibt, werden wir rasante Zunahmen haben und da brauchen die absolut Platz. Bei Völkern, die ein bisschen knapp sind, ja, das, warum die knapp sind, ist ein anderes Thema, aber die ein bisschen knapp sind, habe ich darauf noch verzichtet. Ich habe eine gewisse Schlagkraft, ich kann Honigraum geben, kann man zur Not relativ schnell, muss man danach vielleicht nochmal hin und die Restschwaben rausnehmen oder so, aber das kann man beim Wetterumschwung relativ schnell machen. Aber was halt unheimlich schwierig ist, wenn ich keine Bombenvölker habe oder wenn es unheimlich kalt ist, die Völker nochmal zu füttern mit Honigraum obendrauf. Ja. Ihr wisst alle, ich habe diesen Nikofütterer. Und wenn der Honigraum voll mit Bienen ist, also oder wenn das Bienenvolk eine super Stärke hat oder schönes Wetter ist, dann ist das problemlos. Dann füttere ich die auch von oben in diesem Nikofütterer. Aber es sind ja traditionell so, die sind ja oft Reservevölker, sind Jungvölker, die eben jetzt mit dem Gewicht noch oder der Futterrat knapp ist, die von der Stärke auch noch nicht so dringend sind, dass man jetzt unbedingt auf Teufel komm raus den Honigraum geben muss. Und da ist es einfach sicherer für mich jetzt die Option, die nochmal füttern zu können. Ja, weil wenn man jetzt so die langfristige Wetterprognose ein bisschen anschaut, sieht es nicht so aus, als ob wir die nächsten 1-2 Wochen auf einmal bei 20 Grad in absoluten Vollblüte mit feuchtem Boden stehen. Ja, also dass uns der Honigraum explodiert. Sondern es soll ja schon kühl werden oder relativ kühl bleiben. Aber ich meine, ist ein Wetterbericht. Ja, eine Wetter kann sich auch ändern. Aber das ist so ein bisschen mein Hintergedanke, warum ich da auch bei manchen Völkern oder in manchen Bienenzuständen, sagen wir es mal so, bisschen vorsichtig bin mit dem Honigraum geben. Ja. Natürlich spielt das Thema, wenn ich den Honigraum von der Bienenmasse nicht brauche, dann ist es ja praktisch auch noch mein Raum, wo da ist, wo kalt ist, vor allem in diesen kalten Nächten kalt ist. Und das mag auch noch ein Begleitgedanken dazu sein. Und dann kommt ja auch vor allem noch dazu, wie gesagt, wenn man jetzt wenige Völker im Garten hat, dann kann man sowas korrigieren. Ja, dann nehme ich den Honigraum nochmal runter oder setze den unter den Brutraum und fütter dann oben oder weiß ich nicht. Ja, aber diese Arbeit wollen wir uns doch bei einer großen Völkeranzahl sparen und warten da lieber noch ein bisschen zu. Wie gesagt, bei den richtig guten Völkern oder bei den Wirtschaftsvölkern, die ich mir auch eingestellt habe für die Frühtracht, ist das keine Option. Die brauchen den Platz jetzt. Ja. Also die sind da auch eifrig dabei und wenn sie es noch nicht haben, bekommen sie jetzt die Tage spätestens bei mir den Honigraum. Ja, jetzt habe ich hier aber schon wieder relativ viel über die Bienen gesprochen, was wir eigentlich in der nächsten Station uns anschauen wollten. Aber gut, dann sind wir da schon kürzer. Ja, Kirsche blüht noch immer. Ihr habt es gesehen im Hintergrund. Ja, sonst gibt es jetzt von hier nichts zu sagen. Also dann bis gleich bei den Bienen. Heute, jetzt sind wir bei den Bienen und zwar nicht bei den Bienen, wie wir es gewohnt sind, sondern bei anderen. Da will ich euch einfach kurz das zeigen. Ne? Die stehen noch da ohne Honigraum. Wie gesagt, das sind so diese Reservevölker. Die sind noch, haben noch nicht die Stärke, sind beim Futter noch ein bisschen knapp. Also wenn da jetzt 2 Wochen noch mal kalt kommt, dann muss man da auch noch mal was machen. Und was ich euch vor allem hier in der Sonne mal
mal zeigen will. Ne? Es geht halt jetzt richtig langsam los hier. Ja? Das ist hier irgendwie René Claude. Ne? Klar, blüht früh. Aber hier haben wir jetzt auch so einen jungen Birnenbaum schon in der Vollblüte. Und hier sieht man einfach das, was ich euch vorher zeigen wollte an dem Apfel. Ne? Also manche Sorten, sieht man auf der Kamera, ja, sind da jetzt auch nicht mehr weit weg vom Blühbeginn. Ja. Nochmal jetzt vielleicht zum Füttern. Da werden einige von euch denken, hey, warum nimmst du nicht einfach eine Futtertasche und fütterst die damit zur Not? Dann kannst du den Honigraum schon mal geben. Ja, aber ich muss wenigstens füttern. Also zwei Punkte, ja. Wenn ich sie fütter, muss ich jedes Mal den Honigraum runternehmen. Würde zur Not gehen, will ich mir aber sparen. Der andere Punkt ist, dass ich ja Futtertaschen brauche, nur für diesen einen Zweck. Also meine Betriebsweise sieht eigentlich nicht die Verwendung von Futtertaschen vor. Ich wüsste jetzt nicht, ich brauche die sonst nicht. Ich würde die nur da brauchen, weil ich fütter ja alles von oben. Ich fütter ja auch, wenn ich es habe, mein Jungvölker, meine Kunstschwärme, ich fütter die ja alle über diesen Eco-Fütterer. Und jetzt für solche Situationen ein paar Dutzend, ne, Futtertaschen anzuschaffen, die ja auch einiges kosten und die dann irgendwie so 90% oder 95% der Zeit im Weg rumliegen, die eingebaut werden müssen, die wieder rausgenommen werden müssen. Ich meine, man könnte es ja als Sheet verwenden, auch ersatzweise, ist aber auch irgendwie nicht so das Wahre, weil die ja relativ leicht sind und beim Wandern hin und her wackeln. Also alles nicht so die Lösung mit der Futtertasche jetzt in meinem Betrieb. Da sehen wir hier auch, der Löwenzahn fängt an. Ne? Aber Löwenzahn gibt bei uns eigentlich nie Honig, weil wir sehen das hier, Moment, Löwenzahn im Frost, das gibt kein Honig. Also das ist bei uns. Wir haben auch nicht so diese mega Flächen dafür, also das ist bei uns eben eher nicht so der Fall. Was ich jetzt nochmal, jetzt ein bisschen durcheinander heute, beim Raps reden wir über die Biene und bei den Bienen reden wir über den Raps, aber was ich nochmal zu dem Raps sagen muss, ich habe da jetzt ja auch ein paar Gespräche nochmal gehabt, also der Rapspreis in diesem Jahr scheint wohl echt in Ordnung zu sein. Das haben jetzt ein paar Leute bestätigt. Die letzten Jahre war wohl grausam oder schwierig, ja. Und über diese Pflanzenschutzmittel, da gehen die Meinungen stark auseinander. Ne? Manche sagen, oh mei, ist halt eingeschränkt, aber mit guter fachlicher Praxis und so kriegt man das hin, weil man hat das andere sowieso nicht so oft verwendet. Also diese Meinung gibt es. Es gibt natürlich auch die Meinung, muss ich sagen, wo es sagt, nö, unter den gegebenen Umständen mit diesen Zulassungsverboten und Einschränkungen von manchen Pflanzenschutzmitteln im Raps ist das für mich nicht mehr interessant. Also da habe ich jetzt beide Meinungen gehört, beide Meinungen auch mehrfach. Also eine nicht ganz eindeutige Lage. Ich meine, was eindeutig ist, auf der Schwäbischen Alb, glaube ich, was ich so rausgehört habe in den ganzen Gesprächen, dass Mais halt für Biogasanlagen deutlich angenehmer ist, weil eben nicht so eine intensive Kultur, wirtschaftlich super interessant, man muss sich auch nicht um die Ernte kümmern. Also viel wird da wohl aufgegeben, auch im Hinblick auf Biogas oder Biomasse, sagt man es jetzt mal, für Biogasanlagen, den Mais. Oder ja, das war so ein bisschen jetzt, was ich da jetzt in der Folge von noch ein paar Gesprächen hatte, so ein bisschen das Fazit, kann man sagen. Ja. Ist ja jetzt nicht nur für die Honigbiene sinnvoll. Man sieht ja unheimlich andere viele Insekten auch im Mais fliegen. Also ist ja unheimlich wertvoll für viele Arten von Insekten, für den Boden, für die Fruchtfolge, für den Imker. Also eigentlich für alle, eigentlich eine total schöne Kultur. Während der Mais jetzt als Gegenstück ja eigentlich ja, relativ geringen ökologischen Wert hat. Ja, da spielen dann ja eher die wirtschaftlichen Interesse die vorrangige Rolle. Ja, damit sind wir jetzt auch am Ende der Folge schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, ein Abo natürlich, wer es nicht hat.
Kanalmitschrift gerne als Unterstützung und Fragen und alles Mögliche in die Kommentare. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Der Raps wird uns ja jetzt noch ein paar Mal beschäftigen, aber wir schauen, was passiert. Und ja, bis dann.